Einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank, dass ihr sie so herzlich gekommen seid, trotz des schönen Wetters. Gestern soll es ja noch schlechter gewesen sein mit dem Wetter. So, Linux HA Version 2, Heartbeat Version 1 gibt es schon länger, 10 Jahre, kennen viele, aber Version 2 hat ein paar Besonderheiten. Viele mehr Möglichkeiten und ein paar Hinterlistigkeiten. Und auf die Hinterlistigkeiten und Möglichkeiten möchte ich heute ein bisschen eingehen. Zuerst bitte was über Hochverfügbarkeit allgemein. Ein bisschen was zu Grundlagen von Clustern. Warum man Cluster baut, wie man Cluster baut, was man sich damit einhandelt. Und dann eben speziell Linux HA. Begriffe klären, was sind Ressourcen, was sind Bedingungen. Ressourcen gab es auch in Version 1. Bedingungen gab es in Version 1 nicht. Die gibt es in Version 2 jetzt. Bisschen an zur Administration, GUI und Kommandozeile. Das wird nicht allzu ausführlich werden, der Teil Administration. Aber da kann man sich dann selber reindenken, wenn man die Theorie dahinter verstanden hat. Bisschen hinten noch was zum Betrieb, je nachdem, wie die Zeit reicht. Zwischenfragen jederzeit willkommen. Ich versuche schnell, relativ zügig durchzukommen, damit hinten auch noch ein bisschen Fragen übrig bleibt. Ansonsten mich nachher ansprechen, wenn noch irgendwelche Themen übrig geblieben sind. Ach so, ja, hier, das gibt es auch in schriftlicher Form, in ausführlich. Genug in Eigenwerbung. Was ist Hochverfügbarkeit? Der Chef sagt, IT soll immer verfügbar sein. Ich will meine Mail immer bekommen. Ich will mein BlackBerry immer bekommen. Ganz wichtig, BlackBerry. Die IT, die Dienste der IT, die IT soll die Dienste immer anbieten. Was sind Dienste? Was heißt immer? Na, so, 7x24 ist der Standard, Service Level Agreements, wenn man so Verträge aushandelt mit dem Kunden, dann steht da 7x24, also 365,2425 Tage pro Jahr. Da sind die Schaltjahre eingerechnet, Jahre, die durch 100 teilbar sind, sind keine Schaltjahre, Jahre, die durch 400 teilbar sind, sind wieder Schaltjahre. Tatsächlich wird diese Verfügbarkeit nur annähernd erreicht. Der Grad, wie gut ich das erreiche, wird in Anzahl 9er angegeben. Also 99%, 99,99%. Die Anzahl der 9er, also wenn ich 5 9er habe, dann habe ich 99,99%. Wenn Ihnen jemand erzählt, 100% Verfügbarkeit, wir bieten 100% Verfügbarkeit, glauben Sie dem kein Wort, der hat keine Ahnung, wovon er redet. Innerhalb von einer Sekunde zum Beispiel, innerhalb von 5 Minuten. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass genau in diesen 5 Minuten ein Blitz einschlägt, ist nicht null. Ja? Man kann sich viele, viele Gedanken machen über Verfügbarkeit. Es gibt immer was man nicht berechnet hat. Beispiel dazu, der 11. September in New York. Eines der wichtigsten Internetknotenzentren war genau unter einem der Tower. Oder neben einem der Tower. 11. September war kein Problem. Der 13. September war das Problem. Warum? 1. September, Flugzeuge crashen rein. Notstromaggregate springen an, alles wunderbar, Internet läuft weiter. Notstromaggregate laufen 2 Tage, dann geht der Diesel aus. Und es war verboten, in New York Diesel rumzufahren. Da waren die Polizisten auf der Straße gestanden und gesagt, nein, Diesel lasse, du kommst hier nicht rein. Dann ging am 13. September der Diesel aus und der Internetknoten war weg. Das haben die Leute nicht bedacht, als sie den Knoten aufgebaut haben. Ja, also 100% Verfügbarkeit gibt es nicht. Ein anderer Kunde baut ein Rechenzentrum auf dem Standort, er hat ein eigenes Kraftwerk. Liefert irgendwo Zementfabrik, hat ein eigenes Kraftwerk und sagt, bei mir fällt der Strom nicht aus. Was er nicht bedacht hat, ist, dass Kraftwerke auch aus der Entfernung geregelt werden können. Wenn zu viel Strom produziert wird, kann also der Großversorger auch mal das Kraftwerk runterfahren, damit der Strom nicht produziert wird. Das hat der gute Mann leider nicht bedacht. Haben die ihm halt sein Kraftwerk abgeschaltet. Kann passieren. Also 99% sind 7,2 Stunden pro Monat. Das bringe ich ohne Probleme hin. Da setze ich einen Administrator hin, der kann in Ruhe seine Patcher einspielen, sein Betriebssystem patchen und so weiter. 7,2 Stunden pro Monat, ein Arbeitstag im Monat ist weg. Bringe ich ohne Probleme hin. Was der Chef natürlich dazu sagt und 1000 Angestellte dahinter hängen, wenn die einen Tag ihre Mail nicht bekommen, ist nicht so lustig. 99,999%, also 5 Neuner, sind 5,26 Minuten pro Jahr. Und das ist schon relativ schwierig zu erreichen. Mit allem Patchen und Hardwareausfällen und allem, was man sich
einen einfallen lassen kann. Also 5 Minuten pro Jahr zu erreichen, das ist nicht einfach. Da muss man sich was einfallen lassen, wie man es am besten erreicht. Für Linux gibt es da Linux H. Ist im Prinzip folgendermaßen, da stehen 2 Server da, ein Ersatzserver, wenn der erste kaputt geht, da übernimmt der Ersatzserver die Aufgaben vom ersten Server. Das beinhaltet natürlich die Übernahme von IP-Adressen. Dienst steht dahinter eine IP-Adresse, also mein Webserver wird unter einer bestimmten IP-Adresse angeboten und die Übernahme der IP-Adressen ist damit beinhaltet bei Linux HA. Wenn ich jetzt 2 Rechner rumstehen habe, der eine tut was und der andere nicht, dann werden viele sagen, ja, warum zahle ich Strom für den einen Rechner, der ja nichts tut, sondern nur auf den Fehlerfall wartet. Linux HA sagt, wir sind ein Projekt, die machen hohe Verfügbarkeit und stört es nicht, wenn ein Rechner da rumsteht und nichts tut. Mit ein bisschen einem Trick kann man auch eine Lastverteilung hinbekommen. Das ist nicht unbedingt trivial, aber im Prinzip nein, aber vielleicht doch. Aktiv, also für Lastverteilung nimmt man am besten sowas wie Linux Virtual Server, LVS. Da hat man dann wirklich ernsthafte Lastverteilung auf Network Layer, auf TCP-Ebene und sowas. Mit allen Problemen, die man sich da wieder einhandelt. Üblicherweise hat man aktiv passive Systeme, also ein Rechner tut was, der hat seine IP-Adresse, seine Datenbank und seinen Webserver und der läuft und beantwortet die Anfragen und einer tut nichts und übernimmt nur im Fehlerfall. Alternativ dazu, man hat aktiv Systeme. 2 Rechner, auf dem einen ist der Webserver mit der IP-Adresse und auf dem anderen die Datenbank. Dann hat man so ein bisschen eine Lastverteilung erreicht. Also der Webserver beantwortet die Webfragen und wenn er dann Rückfragen in die Datenbank hat, dann gibt es dem anderen. Hat man ein bisschen Lastverteilung erreicht. Was man natürlich aufpassen muss, ist, man darf die Rechner nicht so dimensionieren, dass sie halt dann bei einer Webserver und einer Datenbankserver an der Oberkante Unterlippe arbeiten. Wenn nämlich einer ausfällt und der andere die Datenbank übernehmen muss, dann ist er endgültig überlastet. Also was man machen muss, ist, man muss die schon so dimensionieren, dass die alle ohne Probleme vor sich hinarbeiten und im Fehlerfall einer die komplette Last übernehmen kann. Das muss man bei der Dimensionierung von solchen Systemen beachten, wenn man 2 Rechner hat. Das Schöne in Linux Version 2 ist, man hat auch sogenannte End-to-End-Systeme. Ich kann mehr Server hinstellen, nicht nur 2. Ich kann mehr hinstellen, bis zu 16. Ich kann die Ressourcen auf alle Knoten verteilen. Dann habe ich also zum Beispiel 5 Knoten da stehen. Auf dem einen läuft der Webserver, auf dem nächsten die Datenbank und auf dem nächsten, weiß ich nicht, ein Directory-Service. Wenn ein Rechner stirbt, dann übernimmt der nächste, der 4. Rechner. Und da habe ich sozusagen so ein bisschen Lastverteilung geschafft. Also in Linux Version 2, ich kann wirklich viele Knoten hinstellen, bis zu 16 Knoten und darüber meine Lastverteilung ein bisschen regeln. Heartbeat Version 1 konnte nur 2 Rechner. Vorteil von Version 2, ich kann mehr hinstellen, bis zu 16 Rechner und dann meine Rechner darüber verteilen. Wir haben das doch tatsächlich mal ausprobiert, 16 Rechner aufzubauen. Das war kein Spaß mehr. Ab 9 Rechnern ist das der Cluster-System sehr in die Knie gegangen und Änderungen haben ungefähr 2 Minuten gebraucht, um repliziert zu werden auf allen Knoten. Also ab 9 Knoten kann man nicht mehr vernünftig arbeiten damit. Das haben wir auch dem Entwickler dann mitgeteilt, einem der Entwickler, und der hat sich darum gekümmert. Inzwischen sagt er, es geht auch mit 16 Knoten wieder. Das Problem war das Parsing von XML und ja, inzwischen sagt er, das geht schneller. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, dass ich im November wieder dazu komme, wieder mal so ein 16-System-Cluster aufzubauen. Dann kann ich da mehr zu dem Thema sagen. Also man braucht auch nicht wirklich mehr als 5 oder 7 Knoten. Also ich habe noch keinen reellen Einsatzfall gesehen, wo man tatsächlich so 16 braucht. Auch Linux HA bringt keine 100%ige Verfügbarkeit, wie wir vorher schon gesehen haben. Wichtig ist, Cluster schützen vor einzelnen Fehlern, nicht vor doppelten Fehlern. Also wenn man ein Cluster aus 2 Rechnern hat und bei beiden Rechnern die Netzteile gleichzeitig ausfallen, hilft Linux HA relativ wenig. Linux HA hilft vor einzelnen Fehlern, wenn bei einem Rechner das Netzteil ausfällt, wenn bei einem Rechner die Netzwerkschnittstelle ausfällt oder Webserver sich aufhängt oder sowas.
Linux AA schützt vor einzelnen Fehlern, nicht vor zusammenhängenden Fehlern. Und eines der wichtigsten Sachen beim Design von solchen Clustern ist, zusammenhängende Fehlerketten zu durchsuchen. Was passiert, wenn der Fehler auftritt? Bedingt das noch einen anderen Fehler, der mir deine Gesamtfunktionalität zerstört? Also sowas muss man alles bedenken, wenn man so ein Cluster aufsetzt. Die Auszeiten von solchen Clustern werden relativ kurz. Ungefähr so kurz, wie der Dienst braucht, auf einem neuen System zu starten. Das kann von wenigen Sekunden gehen bis zu einigen Minuten. Wenige Sekunden, also der Ping, wenn man einfach die Netzwerkadresse rüberschiebt, Netzwerkadresse hochzufahren, ist keine Sache. Beim Ping, wenn man das merkt man fast nicht. Da habe ich, also bei mir im LAN merke ich Verzögerung von 50 Millisekunden. Da ist aber noch kein Dienst dahinter, da ist nur die IP-Adresse rübergeschoben. Bis zu mehreren Minuten. Es gibt einen Verzeichnisdienst von Novell, der braucht ohne LDAP-Anteil, sondern nur der Verzeichnis in Novell alleine, 10 Minuten zum Hochfahren. Ohne LDAP. Ja? Und wenn er natürlich auf einem Rechner stirbt und auf dem anderen Rechner hochgefahren werden muss, dann bin ich hier bei den Minuten. Ja? Gut. Üblicherweise sagen die Programmierer von dem Projekt, üblicherweise kann man einen neuen, wenn man so eine Berechnung macht, Verfügbarkeit, kann man einen neuen hinten dranhängen. Nicht mehr 99,99, sondern 99,999%. Wenn man einen Rechner hat, Hardware hat, kann man sich ausrechnen, wie lange hält das Netzteil durch, wie lange hält die Festplatte durch, kann man Maßnahmen ergreifen, doppelte Festplatte, doppelte Netzteil reintun. Wenn man aber zwei Rechner komplett hinstellt und die clustert, dann könnte man im Prinzip eine neuen hinten dranhängen. So als Faustregel. Oha. So. Das ist ein Kritikpunkt an diesem kleinen Asus. Also ich habe noch keinen Laptop getroffen, der ausreichend ist für meine Bedürfnisse im Strom. Also ich hätte so gern so 10 Stunden oder so. Gut. Üblicherweise einen neuen hinten dranhängen. Aber Achtung, jede Komplexität, die man sich einhandelt, jede Komplexität, die man in so einem System aufbaut, ist ein Feind der Zuverlässigkeit, weil man diese Ebene auch noch pflegen muss. Kernel alleine und eine Applikation drauf, ist ja ganz lustig, dass jeder, der so mal einen guten Webserver schon mal administriert hat, der weiß, dass das einigermaßen komplex ist und einigermaßen mit Schwierigkeiten verbunden ist. Wenn man jetzt aber dann noch einen Cluster-Layer zwischendrin einfügt, dann hat man noch mehr Komplex. Es ist das Ganze noch komplexer. Und da muss man halt schon wirklich wissen, was man tut. Sonst zerstört man sich allein dadurch, dass man Cluster einführt, die Verfügbarkeit. So, wie funktioniert es? Ich habe jetzt mal einen Cluster aufgezeichnet mit zwei Rechnern, zwei Server. Ich habe einen Netzwerkanschluss. Ich habe einen dedizierten Anschluss zwischen den beiden Rechnern. Im einfachsten Fall ein Crossover-Kabel. Und da unterhalten sich die. Ja, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's noch ganz gut. Ich mache weiter und oh, mir geht's schlecht. Bitte übernimm du mal den Dienst. Also das machen die hier über den Heartbeat. Jeder Rechner hat seine eigene IP-Adresse und seine MAC-Adresse, eine Netzwerkkarte. Und der Cluster als Gesamtes hat eine virtuelle IP-Adresse. Zum Beispiel die IP-Adresse Nummer 3. Da sollte man eigentlich 1 und 2 noch dahin schreiben. Aber der hat die virtuelle IP-Adresse 3, also eine andere. Und weil der Rechner Nummer 1 gerade aktiv ist, hat der im Netzwerk die MAC-Adresse 1. Wenn also jemand im Netzwerk den fragt, liebes Netzwerk, liebes Netzwerk, welche MAC-Adresse hat denn der Cluster, also die IP-Adresse 3, dann wird dieser Rechner antworten und sagen, MAC-Adresse 1, schick mir das Paket. Dann werde ich es auch beantworten. Was passiert? Gar nichts. So, was passiert, wenn es dem Rechner schlecht geht? Der sieht zum Beispiel, ich kann mein Netzwerk nicht mehr erreichen oder mein Speicher ist voll oder CPU-Überlast, irgendwas. Da kann ich beliebige Bedingungen einbauen. Der sagt, mir geht schlecht, sagt dem anderen über Heartbeat, bitte übernimm. Sagt er, passiert das sogenannte Failover. Und der trompetet ins Netzwerk, Achtung, es gibt eine neue MAC-Adresse für die IP-Adresse Nummer 3. Nämlich meine. MAC-Adresse Nummer 2. Gracious Arp.
Und damit es wirklich jeder im Netzwerk mitbekommt, macht er das 10-mal hintereinander. TCP-Dump, ganz toll, kann man anschauen, funktioniert. Ja, steht zwar in den Dokumenten drin, wir machen das, aber da sollte man schon mal nachgeschaut haben, ob die es wirklich so machen. Ja. Ich kenne viele kommerzielle Produkte, da stellen sich wunderbare Sachen raus, wenn man da wirklich mit TCP-Dump mal nachschaut. Also es gibt eine neue MAC-Adresse für die IP-Adresse Nummer 3, also für den Cluster. Und alle Pakete für den Cluster kriegt jetzt plötzlich der Rechner Nummer 2. Natürlich hat der in dem Moment auch schon seinen Webserver, seinen sonstigen Server raufgefahren, seine Datenbank und kann die Anfragen beantworten. Was nicht funktioniert, ist über die Übernahme von Sessions in dem Modell. Also Datenbank-Sessions ist natürlich weg an der Stelle. So. Das ganze Linux HA funktioniert so ähnlich wie die bekannten Startup-Skripte, also init. Was Heartbeat im Prinzip macht, ist, ersetzt das Init-Skript. Heartbeat selber wird durch den Init-Prozess gestartet auf beiden Rechnern und dann verwaltet Heartbeat, welchen Prozess starte ich jetzt. Die IP-Adresse links, Datenbank rechts und so weiter. Damit es funktioniert als Cluster, gibt es Erweiterungen zu den Init-Skripten. Es ist für eine bestimmte Klasse von Startup-Skripten möglich, Parameter zu übergeben. Erzähle ich später noch mehr dazu. Heartbeat läuft natürlich auf mehr als einem Rechner. Klar, mindestens zwei. Es gibt Regeln für die Reihenfolge von Start und Stopp von Diensten. Das ist zwar rudimentär auch im Init-Skript, in Init-Skripten durch diese Kommentare geregelt, aber hier ist es komplett geregelt. Hier kann man definitiv Reihenfolgen angeben. Starte Webserver nur, nachdem du die IP-Adresse gestartet hast. Starte den Webserver auf gar keinen Fall, wenn die IP-Adresse nicht läuft. Es gibt Beziehungen von Diensten untereinander, ganz klar. Der Webserver soll nur da laufen, wo die Datenbank auch läuft. Sonst kann der ja keine Anfragen beantworten. Man kann auch relativ komplexe Beziehungen einbauen, Bedingungen angeben, zum Beispiel zeitliche Bedingungen und so weiter. Komme ich später noch dazu, wenn die Zeit übrig bleibt. Die Entwickler sagen, solche HA-Systeme, Linux HA, ist ein bisschen so wie Init on Steroids. So ein aufgedrehtes Init-System. So, natürlich haben die Cluster-Architekturen auch wieder Probleme. Split Brain, was passiert, wenn sich die beiden Knoten nicht mehr sehen untereinander, wenn der Heartbeat weg ist? Dagegen gibt es dann auch wieder Mittel, also Quorum und Fencing sind die zwei, die in Linux HA implementiert sind, kommt dann auf die nächsten Folien noch mehr. Zweitens haben wir das Problem von gemeinsam genutzten Dateien, kommt dann auch noch. Aber das ist die Übersicht über die Probleme, die man sich einhandelt und die man vorher sich überlegen muss, bevor man so ein Ding aufbaut. Ja, da oben sind wir. So, Split Brain. Was passiert, wenn die Heartbeat-Leitung zwischen beiden Knoten ausfällt? Dann können sich die beiden nicht mehr sehen. Jeder denkt für sich alleine, hey, mein Partner ist weg. Ich fahre doch mal sicherheitshalber die Ressourcen hoch. Und dann haben wir zweimal dieselbe IP-Adresse im Netzwerk, was auf die Dauer nicht gut geht. Was passiert also, wenn es ein Problem mit der Kommunikation zwischen den Knoten eines Clusters gibt? So ein Cluster kann also in separate Teilcluster zerfallen. Wenn jeder dieser Teile versucht, dann die Ressourcen dem Netzwerk anzubieten, dann habe ich ein Problem. Das Ganze kennt man auch als Split-Brain-Problem. Das ist sozusagen der GAU im Cluster. Das kann bis hin zum kompletten Datenverlust führen. An welcher Stelle man ganz feuchtig aufpassen muss, sage ich dann später noch. Aber Split-Brain-Situationen sind grundsätzlich Sachen, die man unter allen Umständen vermeiden sollte. Diese Heartbeat-Leitung, die ich davor eingezeichnet hatte, die kann man auch redundant halten. Also man kann Heartbeat-Leitung, also zwei Heartbeat-Leitungen machen. Man kann sie auch über einmal Ethernet und einmal Serial machen. Ja? Kann man nicht die normale Netzwerkverbindung bei der Cluster zum Netzwerk kann man auch machen. Denn wir brauchen ja eine hochverfügbare Lösung. Das heißt, ein Fehler muss erkannt werden. Wenn ein einziger Fehler auftritt zum beliebigen Zeitpunkt, muss der erkannt werden. Und die Funktion muss weiterhin gegeben werden. Also wenn ich die, ich kann natürlich zwei dedizierte Leitungen nehmen, natürlich kann ich die offizielle
Netzwerkleitung, wo meine Rechner angeschlossen sind, auch nehmen als Heartbeat-Leitung. Wenn ich die Heartbeat-Leitung an sich schon redundant auslege, also doppelt, dann bin ich im Prinzip gefeit gegen einfachen Fehler. Weil aber die Folgen von so einem Split-Brain-Situation so katastrophal sein können, wäre es ganz gut, wenn ich auch gegen einen doppelten Ausfall an dieser Stelle abgesichert bin. Ja, also das ist eine Sache, da hätte ich dann doch gerne auch einen doppelten Fehler ganz gerne abgefangen. Weil es bringt mir nichts, wenn die Daten dann komplett weg sind. Ja. Das Problem ist die Beliebigkeit und Zeitpunkt und die Beliebigkeit des Fehlers, die auftreten können. Und das mal zwei. Vielleicht nehmen wir das aus in der Erde. Ja gut, das, Beliebigkeit des Fehlers nicht unbedingt, weil die Festplatte weg ist. Dann ist nur die Festplatte weg, die Kommunikation funktioniert. Ja? Also der Fehler ist ganz klar definiert, Kommunikation zwischen den Knoten funktioniert nicht mehr. Schwierig wird es natürlich, wenn die beiden Knoten in unterschiedlichen Rechenzentren stehen. Das eine hier und das andere in Indien. Dann hat man ganz, wirklich ein Problem. Ja? Wenn die Telekom einem sagt, ja klar, hast du redundante Leitungen, und die werden aber in einem Kabelkanal zwischen den Rechenzentren geführt. Und der Bagger treibt genau durch diesen Kabelkanal eine Spundwand. Alles schon passiert. Wie bitte? Weil Sie gesagt haben, man kann die Rechner auch seriell nutzen, wir erfolgen dann die Synchronisation der Datenbestände. Gar nicht. Das ist jetzt nur Heartbeat. Nur Heartbeat. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Mir geht's gut. Ich mache weiter. Lebst du noch? Ja, ich kann Standby machen und so weiter. Nur Heartbeat. Keine Synchronisation von Daten. Nächster Abschnitt. So. Eine Möglichkeit, um solche Split-Brain-Situationen abzufangen, ist Quorum. Das Quorum-Konzept. Quorum versucht Split-Brain-Situationen in den meisten Fällen zu verhindern. Da steht nicht immer, sondern in den meisten Fällen abzufangen. Man muss sich aber das anschauen und sagen, in welches Restrisiko bin ich bereit einzugehen. Üblicherweise, also wenn so ein Cluster zerfällt in Teilcluster, jetzt nehmen wir mal ein Cluster aus 5 Rechnern, zerfällt in Teilcluster 3 Rechner und 2 Rechner. Üblicherweise, und die sehen sich nicht mehr, also der Cluster mit den 3 Knoten weiß definitiv nichts über den Zustand der 2 Rechner. Die können beide tot sein oder können beide am Leben sein, ich weiß nichts. So, üblicherweise wird versucht sicherzustellen, dass nur ein Cluster die Kontrolle übernimmt. Das übliche Methode der Quorumberechnung ist die Abstimmung. Wie viele Rechner sind in meinem Teilcluster leben noch? Und nur der Teilcluster mit mehr als n halbe Gesamtanzahl der Knoten durch 2 Knoten übernimmt Ressourcen. In unserem Beispiel 5 Rechner, 3 Rechner, 2 Rechner. Die 2 Rechner stimmen ab und sagen, ups, wir sind ja weniger als 5 halbe, also fahren wir alle Ressourcen runter. Die im anderen Rechenzentrum mit den 3 Rechnern sagen, 3 ist mehr als 2 halbe, also wir fahren mal alle Ressourcen rauf und verteilen die unter den 3 Rechnern neu. Somit ist sichergestellt, dass die Ressourcen nur auf einem Teilcluster wirklich laufen. Funktioniert natürlich nicht mit 2 Rechnern. Also, da haben wir wirklich ein Problem. Und genau aus diesem Grund werden die meisten Cluster auch mit einer ungeraden Anzahl von Rechnern ausgestattet. Also wenn Sie ein Cluster bauen, 2 Rechner, da gibt es dann andere Methoden, 3 Rechner, 5 Rechner. Mehr Rechner braucht man fast nie. Also, ja. Dann habe ich ein Problem. Da habe ich aber einen dreifachen Fehler und nicht einen einfachen Fehler. Ich kann, wenn ich 5 Rechner habe, kann ich einen runternehmen zur Wartung. Wunderbar. Dann fällt der nächste aus. Habe ich immer noch 3 Rechner übrig. Also quasi 2 Rechenzentren, einmal 2 Rechner, einmal 3 Rechner. Ja. Doppelt ausgelegt. Eine Leitung ist zwischen den beiden Rechenzentren down und der Cluster mit 2 mit keiner einhalbigen Teilknoten fährt trotzdem runter, weil er Nein, ein Teilcluster mit 2 Rechnern wird nie, wenn man Quorum anwendet, wird nie Aufgaben übernehmen, weil 2 ist weniger als 5 halbe. Ja. Von vornherein klar, wenn ich in einem Rechenzentrum 2 stehen habe und im anderen 3 und die Verbindung ausfällt, dass das mit den 2 Rechnern das Rechenzentrum nie im Leben übernehmen kann. Im Prinzip ja, außer also 2 Rechner in dem Rechenzentrum im großen Rechenzentrum, wo 3 Rechner rumstehen, fallen 2 Rechner aus. Ja, ich meine, wenn die Verbindung ja. Wegen einem Rechenzentrum brennt ab, das mit den 3 Rechnern. Da sind 2 Rechner über,
das kann nach der Regel nicht übernehmen. Ja, also an der Stelle muss man auch sagen, dann machen lieber drei Rechenzentren. Es gibt an der Stelle... ja, es gibt an der Stelle auch noch ein Zusatzprogramm zu dem Heartbeat, das heißt Quorum Server. Das ist ein extra Server, der rumsteht und Quorum verteilt. Du hast Quorum, du hast kein Quorum, lieber Teilcluster. Den soll man natürlich auch möglichst eine dritte Stelle stellen. Gerade letzte Woche war ein interessantes Thread in der Mailingliste. Quorum Server is broken, do not use. Punkt. Lösung dazu, we try to fix it as soon as we find some time. Die Lösung ist, ich nehme einen dritten Rechner und mache den ganz normal zum Clusterknoten. Machen wir die Bedingungen so, dass keine Ressourcen auf dem Knoten laufen dürfen und stelle den an eine dritte Stelle, zum Beispiel Richtung Internet. Bei Strato und Server hosten kostet nichts. Mache ich also einen Root-Server, mache da mein Heartbeat drauf und der schaut halt in den beiden Rechenzentren, welche Rechner noch da sind. Dann habe ich drei Rechenzentren. Gut, aber mit zwei Rechnern im Knoten wird es, ja. Ich habe eine Frage, wenn jetzt einmal das halt so aufgeht und das nicht, das Cluster gesplittet wird, kann das ein zweites Mal dann nochmal abgefangen werden, wenn es jetzt mehr als fünf Rechner wären? Also muss man im Detail untersuchen, wo der Fehler genau, muss man sich aufzeichnen. Ob halt das N in einem abgetrennten Cluster... Nein. N ist die Gesamtzahl. Es waren insgesamt mal fünf Rechner im Cluster. Die Zahl in halbe ist hier an der Stelle 2,5. Aber was ist, wenn jetzt ein Cluster übernommen hat? Ja. Quasi um zweites, also ein anderes Clusters wieder abzufangen, untereinander N neu festlegt? Nein, es wird nicht neu festgelegt. Es gab mal fünf Rechner in dem Cluster und N halbe N ist fix. Bis der Administrator sagt, dieser Rechner ist tot, den gibt es nie wieder. Dann wird N neu berechnet. Also jeder Knoten, den der Cluster mal gesehen hat, den merkt er sich. Ganz gemein. Gerade im Testbetrieb. No. So, Fencing. Zweite Möglichkeit, Split Brain abzufangen. Fencing. Fencing versucht, fehlerhafte Knoten vom Zugriff auf Ressourcen abzuschneiden. Ressourcen sind der Speicher, Netzzugriff, Strom. Zwei Knoten können sich gegenseitig nicht mehr sehen. Und denkt, oh Gott, ich bin der einzige Überlebende. Quorum habe ich ja auch nicht. Also geht das nicht, das Quorum-System, Quorum-Prinzip. Wir nehmen was anderes, wir nehmen Fencing. Der Knoten weiß aus Prinzip nicht, per Definition, nicht, wie es den Knoten da drüben geht, ob der online ist oder offline oder sonst irgendwas. Er weiß es einfach nicht, weil der Heartbeat, die Kommunikation nicht funktioniert. Linux HA, also deshalb kann auch auf die Annahme, dass sich da drüben korrekt verhält, kann vollkommen verzichtet werden. Linux HA nutzt an dieser Stelle Stonet, shoot the other node in the head. Jeder Rechner sitzt am Stromschalter vom anderen Rechner und einer zieht zuerst. Es ist nicht irgendeiner. Es ist genau festgelegt, wer zuerst zieht. Ja? Also das funktioniert. Ja? Gut. Es gibt auch solche Self-Fencing-Geschichten von IBM, diese IBM Serve Rate Controller, also wo man mehr Rechner auf eine Festplatte hin tun kann. Die haben das Fencing auch mit eingebaut. Also IBM ist einer der großen Sponsoren von dem Projekt. Die ganzen IBM-Geschichten, Hardware-Geschichten, also Server und also diese Controller, Serve Rate Controller, werden ziemlich gut unterstützt von den Treibern, die dabei sind. Der Rechner 1 kann also der Festplatte sagen, bitte nimm keine Anfragen von Server B mehr an. Das kann man also machen hier mit diesen Surfrate-Controllern. Wenn jemand eine gute Übersetzung für das Wort Fencing hat, Einzäunung, das habe ich auch schon gedacht. Ich habe bisher nicht Abgrenzung. Abgrenzung ist bisher das Beste, was mir eingefallen ist. Es gefällt mir aber trotzdem nicht so ganz. Also Ich habe mal ein Vortragsseminar in Hamburg gemacht, da haben sie gesagt, eindeichen. Da habe ich gesagt, ich komme aus München. Nee, ist nicht. So, also eingrenzen ist das Beste, was mir eingefallen ist bisher. Aber zufrieden bin ich damit noch nicht. So, Fencing, also garantiert die Integrität des Systems Gesamtcluster in problematischen Fällen. Ein Knoten weiß nichts über den Zustand des anderen Knotens. Also zieht er nämlich erstmal den Stecker. Dann weiß er nämlich, der ist tot. Ich kann den Zustand vom anderen System bestimmen. Genau so funktioniert es. Und dann läuft es wieder. So, der Knoten A sorgt dafür, dass die physikalische Welt mit seiner Vorstellung der physikalischen Welt übereinstimmt. Ist wirklich so. Es gibt haufenweise
die ganzen großen UPS-Geschichten von APC zum Beispiel, die man, kann man über Ethernet oder SNMP-Protokoll steuern oder über Telnet. Und Linux AA hat diese ganzen Schnittstellen drin und die werden gestartet und dann kann man der Power Supply, dieser Uninterruptible Power Supply von sagen, bitte schalte da drüben den Strom ab. Implementiert ist es auch in den Steuerungskarten für die Server, ein DRAC von Dell oder von IBM und sowas. Da kann man den Rechner auch ausschalten. Gut. Das nächste Problem ist gemeinsame Daten. Wenn ich eine Datenbank habe, die entweder hier läuft oder hier, ist MySQL-Applikation. Wenn hier einer Daten in die Datenbank reinschreibt und dann Failover, woher weiß der Knoten, welche Daten, auf welche Daten er zugreifen soll? Klar, es gibt viele Szenarien, in denen ist es kein Problem. Da gibt es keine gemeinsam genutzten Daten. Beispiel, Firewall. Eine Firewall-Konfiguration kann ich so machen, dass ich die Firewall-Konfiguration bei Änderung auf beide aufspiele. Und dann müssen sich die nicht mehr unterhalten. Sofort kommt die Einwand, Stateful Connection, Stateful Data, ja. Ja. Aber es gibt typischerweise auf der Firewall keine Daten auf der Festplatte, die irgendwie oder im RAM, die über gespeichert werden müssen. Der einzige ist Stateful Inspection, also den State Table. Gibt es eine sehr schöne Lösung zwischen Connection Track Daemon, funktioniert wunderbar. Das ist aber das typische Beispiel, dass man sagt, mir fällt auch kein anderes ein, wo man keine Daten hat. Ja? Keine gemeinsam genutzten Daten. In vielen Fällen nutzt auch eine relativ langsame Replikation der Daten, Rsync. Da kommt sofort der Einwand, C-Sync ist besser. Wieder Beispiel Firewall. Ich mache nur eine Firewall-Policy und spiele die auf den aktiven Knoten und alle 5 Minuten per Rsync auf den passiven Knoten. Geht auch wunderbar. Es gibt aber viele Applikationen, die eine volle Synchronisation der Daten brauchen. Zum Beispiel Datenbanken. Hier ist die Lösung Distributed Redundant Block Devices, DRBD. Ist ein bisschen wie RAID, aber eben auf 2 Rechnern. Festplatte links, Festplatte rechts. DRBD, alles was ich hier links schreibe, wird drüben geschrieben, hat der fertig geschrieben, kommt die Meldung ans Filesystem, ja, ich habe geschrieben. Und dann das Filesystem kann weitermachen. Das ist auch relativ performant. Also wenn man so eine 100 Megabit Crossover-Kabel hat, ist es doch relativ performant. Man kann jetzt das Problem auch noch outsourcen. Wenn ich ein NAS oder ein SAN im Hintergrund stehen habe, dann ist das Problem von dem SAN gemeinsam genutzte Daten. Dann importiere ich mein Filesystem einfach. Wie sieht das aus, so wenn ich jetzt zum Beispiel Shared Storage habe in den Rechnerform? Andere Cluster können das teilweise das Forum-Device nutzen. Dass die sagen, also dieses gemeinsame Storage steht dann quasi als dritter Teil in dieser Forum-Gruppe und der Hoster das Storage-Lead sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie derjenige, der die Mehrzahl hat, ich renne jetzt weiter und der andere sieht entweder das Storage halt nicht mehr oder sieht, aha, der andere hat das übernommen, also lasse ich da die Finger weg. Es gibt an der Stelle was auch wieder von IBM, ein relativ teurer Controller, den kann man da auch mit einbeziehen. Mhm. Es gibt was, ja, aber so richtig gut ist es an der Stelle nicht. Gut, was haben wir noch? Linux AA, Hintergrund, also noch Fragen zum Shared Storage? DRBD gibt es in der Version 8.0 inzwischen, richtig gut implementiert und eingebunden ist die Version 0.7. Die Version 0.7 hat 2 Probleme. Erstens, man kann nur 2 Block-Devices machen, also ein links, ein rechts, wenn man einen Rechner mit 5 Knoten hat, dann geht's nicht, dann kriegt man genau 2 Block-Devices geshared. Und Version 0.7 kann nur auf einem schreiben und den anderen nicht mal zum Read-Only mounten. Wirklich nur, der ist da und wenn der Failover übertaucht, dann ist Read-Write. Die Version 8.0 hat das zweite Problem gelöst, da kann man beide als Read-Write mounten und dann Clusterfile-Systeme aufbauen. Das geht in der Version 8.0. Was in 8.0 geblieben ist, man kann nur 2 Devices einbauen, nicht 5, wie man es gerne hätte. So, Linux AA Hintergrund. Entwicklung gibt es seit 1998, also langsam haben wir ein 8-jähriges Jubiläum. Auf der Webseite steht irgendwas von 30.000 Systemen im Einsatz. Das ist hoffnungslos veraltet. Ich glaube, es gibt wesentlich mehr. Der letzte Eintrag ist auch irgendwie, der Bayerische Rundfunk hat es für die Übertragung der Winterspiele 2002 mal eingesetzt. Das ist so der letzte Eintrag auf der Webseite. Ich glaube, es gibt wesentlich mehr. Ja,
Also die Zahl darf man nicht allzu ernst nehmen. Aktive Entwicklung durch IBM und SUSE Novell. Ich glaube, inzwischen sind alle aktive Entwickler bei SUSE Novell. Die meisten zumindest. Ist in den meisten Distributionen enthalten. SUSE Novell hat es auch ganz heftig in ihrem Enterprise-Produkt drin. Fedora, Red Hat, da heißt der Cluster bloß anders. Das ist genau das dahinter. Zusätzliche Hardware ist nicht notwendig. Alles läuft im User Space. Keine Kernel-Module, kein Nix. Außer die RBD. Das ist ein Kernel-Modul. Aber die ganze Cluster-Geschichte, Heartbeat, alles im User Space. Kein eigenes neues Kompilieren des Kernels. Alle Releases werden durch automatische Tests überprüft. Das steht auf der Webseite. Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, die eine oder andere Veröffentlichung haben sie bestimmt nicht überprüft. Inzwischen stabilisiert sich das Ganze. Also inzwischen setze ich das auch produktiv ein. So, bis zu 16 Knoten im Cluster. In der alten Version, die ich in der Hand gehabt habe, war es ab 9 nicht mehr lustig. Ja, Cluster-Kommunikation Serial per UDP, Broadcast, Multicast, Unicast. Also ich habe eine volle Redundanz auch in der Cluster-Kommunikation. Ich habe ein Failover von den Ressourcen, kann ich erzwingen bei Problemen des Knotens oder eines Dienstes. Das heißt, ich kann periodisch meinen Webserver abfragen, lieferst du noch vernünftige Daten? Meine Datenbank, lieferst du noch vernünftige Daten? Das macht Heartbeat, das ist integriert in Heartbeat, in die Cluster-Software. Das ist das Tolle dran. Früher bei Heartbeat Version 1 ging das nicht. Da musste ich ein externes Monitoring aufsetzen, der meine Ressourcen überprüft. Und das ist jetzt integriert in Version 2. Das Überprüfen der Ressourcen. Für alle. Sobald, also die Frage ist, für welche Dienste das war? Ich sage für alle. Solange sich der Dienst, das Init-Skript des Dienstes, an die Spezifikationen der LSB hält. Und da steht drin, der Statusbefehl muss eine Antwort geben, eine vernünftige Antwort. Das war der Monitoraufruf. Und wenn der Statusbefehl natürlich nur überprüft, ob die PID noch existiert, dann ist es relativ sinnlos. Es gibt auch viele Init-Skripte, wo kein Status implementiert ist. Erstaunlicherweise. Gerade Debian, muss ich ganz ehrlich sagen, tut sich hier unrühmlich hervor. Also ich habe bei den Sachen, die ich geclustert habe, bei Debian relativ wenig Status-Skripte gefunden. Ja, gut. So ein Status zu schreiben ist aber auch nicht weiter das Problem. Das geht relativ einfach. Es gibt aber auch sehr gute Skripte, die bei Heartbeat mit dabei sind. Zum Beispiel der von Apache, der ruft eine Webseite mit wget auf und parst die Webseite auf in eine regular expression, die man frei eingeben kann. Und nur wenn die drin ist, sagt er, ja, läuft noch. Also, wenn der Dienst ein Problem hat, Failover oder Neustarten, kann ich auch eingeben. Failover bei Problemen im Netzwerk. Ist mein Knoten, meine Firewall, mein Router noch erreichbar? Wenn nicht, hat das Netzwerk zwischen hier und da ein Problem. Also, weg bin ich. Oder bei anderen frei definierten Kriterien, die da wären. Prozessorlast, Festplattenplatz, Wetter, vollkommen egal. Ja, ich kann auch die Uhrzeit eingeben. Aktiv-passiv oder volles Aktiv-aktiv, haben wir schon gesagt. Die eingebaute Überwachung der Ressourcen ist einfach toll. Das hat Heartbeat Version 1 nicht gehabt. Aber diese eingebaute Überwachung, das einfach macht Spaß. Ja? Man muss natürlich schauen, ob das wirklich funktioniert. Andere frei definierte Kriterien. Man kann zum Beispiel Folgendes eingeben. Failover passiert am Mittwoch. Webserver ist kurzzeitig weg, Datenmenge ist weg, fährt drüben wieder hoch. Abriss aller Verbindungen natürlich und Neuaufbau. Der Kunde im Webshop ist nicht so glücklich. Aber er macht weiter. Jetzt kommt der Administrator am nächsten Tag wieder rein, sieht Failover. Will der Administrator am nächsten Tag sofort wieder alle Verbindungen zurückschwenken? Nein, da habe ich ja wieder einen Abriss aller Verbindungen. Ich kann das Ding so konfigurieren, dass Zurückschwenken alle Ressourcen und Neuverteilen aller Ressourcen im optimalen Zustand nur in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 2 und 4 Uhr vorkommt, nachts. Kann ich einbauen über solche frei definierten Kriterien. Es wird neben den Init-Skripten, also LSB-kompatible Init-Skripten, wird der Open Cluster Framework unterstützt. Das sind Init-Skripten, die ich mit Parameter noch steuern kann. Also nicht nur Start, Stopp, Status, sondern Parameter, die ich mit übergeben kann. Wenn ich ein Init-Skript starte, habe ich irgendwo ein Konfigurationsfile, wo die genauen Parameter hinterlegt sind. OCF-Skripten kann ich über Parameter steuern, die ich im Skript mitgebe.
Es gibt zum Beispiel ein OCF-Skript, das IP-Adresse, das eine IP-Adresse macht, auf einem bestimmten Interface. Und dann kann ich die IP-Adresse und die Interface und die Netzwerkmaske als Parameter dem Skript übergeben. Und der Cluster fährt das hoch. Wenn ich also meine Parameter ändern will, zum Beispiel meine IP-Adresse ändern will, die virtuelle IP-Adresse des Clusters, dann ändere ich den Parameter innerhalb des Clusters und muss nicht mehr auf beiden Rechnern die Konfigurationsfiles anfassen. Also die ganze Konfiguration innerhalb des Clusters. Und Konfiguration im Cluster repliziert sich automatisch auf beide Rechner. Ich habe ein sehr gutes Modell für Bedingungen und Abhängigkeiten. Also der Webserver nur dort starten, wo auch die IP-Adresse gestartet ist. Die komplette Konfiguration basiert auf XML. Es gibt Leute, Gott sagen schon wieder XML. Na, irgendwie muss ich ja meine Informationen strukturiert darstellen und XML ist nicht das Schlechteste an der Stelle. Es gibt eine GUI zur Konfiguration und zur Überwachung. Ich sage später noch was zur GUI. Unterstützung für das Oracle Cluster File System 2. Also wenn ich meine DRBDs mache, Version 8, dann kann ich auf beide Partitionen schreiben, von beiden Rechnern aus. Da brauche ich natürlich ein Cluster File System, das mögliche Fehler abfängt. Das geht dann nicht mehr mit einem normalen Filesystem. Aber da kann ich GPFS, GFS, OCFS Version 2 nehmen. Geht alles. Multistate-Ressourcen. Ressourcen, die nicht nur im Startet-Zustand vorliegen können, sondern auch im Master-Slave-Zustand. Beide sind gestartet, aber der ist ein bisschen besser gestartet als der andere. Man kann eben Split-Side-Cluster aufbauen mit Quorum-Server. Steht drin als Feature, also Quorum-Server ist gestorben, lieber einen Knoten aufbauen, der keine Ressourcen übernehmen kann. Ganz kurz hier spicken. Ach, ich habe haufenweise Zeit. Bei vielen Distributionen ist Heartbeat bereits enthalten. Das Tolle ist, SUSE hat einen Build-Service aufgesetzt. Da wird für 10 verschiedene Distributionen gibt es die neueste Software. Es gibt zurzeit ist die 2.1.4 von Heartbeat aktuell. Gerade auf Debian-Systemen hat es ein bisschen Probleme mit Kompilieren. Also eine Woche warten, dann sind die Probleme auch gelöst. Wenn Sie es installieren, bitte nehmen Sie nicht die Version, die aktuell mit dem System ausgeliefert wird. Die sind nämlich alle buggy, egal ob es jetzt Red Hat, SUSE oder Debian heißt, Ubuntu. Sofort updaten auf eine mindestens 2.1.3er Version, 2.08er Version, 2.03er Version und so weiter. Heftig buggy. Es gibt eine Dokumentation von dem Andrew Bickhoff. Im November, Dezember 2007 gab es Software innerhalb vom Projekt. Es gibt jetzt den Pacemaker, also zentrale Part des Linux HA, der Cluster Resource Manager. Die Leute haben sich selbstständig gemacht und gesagt, wir machen, wie heißt es, unser Pacemaker. Und die jegliche Cluster-Software, egal ob es jetzt Heartbeat oder OpenAIS heißt, können unseren Pacemaker, also unseren Cluster Resource Manager, benutzen. Hintergründe dazu, wie man es installiert. Der Cluster Resource Manager CRM heißt einfach jetzt Pacemaker. Ist dasselbe Code, weil es dieselbe Leute geschrieben haben. Integriert sich wunderbar. Sobald sich die Wellen ein bisschen gelegt haben, gerade jetzt mit der 2.1.4er Version, ist es noch ein bisschen schwierig, das Ganze jetzt installieren. Sobald sich die Wellen gelegt haben, also spätestens in 2-3 Monaten, ist es einfach ein zusätzliches Paket zu installieren. Apt-get install Pacemaker und dann zieht es sich automatisch über die Abhängigkeiten den Heartbeat mit. Oder OpenAIS. Je nachdem, was man lieber hat. Ich mache Heartbeat an der Stelle. So, es gibt zwei Dateien, zwei zentrale Dateien, ha.cf und Outkeys. Outkeys, die beiden müssen sich ja authentifizieren gegenseitig. Die Beispiele einfach in das Verzeichnis kopieren und die ha.cf anpassen. Was im Prinzip sind Cluster, Kommunikation und welche Knoten gehören zum Cluster. Outkeys einrichten, fertig. Der Rest der Konfiguration steht in der Cluster Information Base, ZIP. Da ist die Datei aufgeschrieben, niemals. Und wenn da steht niemals, dann ist das wirklich so gemeint. Es gibt viele Leute, die meinen das nicht ernst. Das ist ernst gemeint. Niemals direkt editieren. Auch niemals anschauen. Finger weg davon. Ja? Gut. Im ersten Systemstart wird automatisch eine leere ZIP angelegt. Die kann man dann mit ZIP-Admin-Q anschauen. Also wenn es jemand anschauen will, dann ZIP-Admin-Q. Die ZIP enthält Informationen über die Konfiguration über die Knoten. Wie sind die Knoten konfiguriert? Über die Ressourcen, welche Ressourcen gibt es? IP-Adressen, Datenbanken, Webserver, Verzeichnisdienste, alles. Alles, was man innen starten kann, kann man da als Ressource eingeben. Und über Bedingungen, Abhängigkeiten zwischen den Ressourcen und so weiter.
Die ZIP enthält auch Informationen über den Status des Clusters. Welche Knoten sind gerade up und down? Das heißt, wie vorher gesagt, ein Knoten war mal dabei und ist halt jetzt down, weil er entfernt wurde, abgebaut wurde. Aber die ZIP vergisst ihn nicht. Dann sagt er down. Aber er zählt für die Gesamtanzahl mit. Alle Attribute der Knoten und welche Ressourcen auf welchen Knoten gerade sind laufen. Der Administrator kümmert sich nur um die Konfiguration und auch nur um die Ressourcen und die Bedingungen. Die Knoten werden über dh.cf eingegeben, das rechnet sich da automatisch aus und trägt sie in die ZIP ein und der Status rechnet sich auch jedes Mal neu aus. So, an vielen Stellen werden, wenn man eine Konfiguration macht, schreibt man XML. Die Syntax ist im Prinzip relativ einfach. Jedes Tag hat eine Universal ID. ID, Name, Wert. In anderen Programmiersprachen heißt das ganz einfach Name ist gleich Wert. Ressourcen sind alles, was vom Heartbeat verwaltet wird. Es gibt Agenten. Agenten sind die Schnittstelle zwischen Heartbeat und der tatsächlichen Anwendung, dem Binärprogramm. Genauso wie das Init-Skript von Init sind diese Agenten, genau, Heartbeat und die Anwendung. Tatsächlich kann man auch jedes Init-Skript, das in etc.init.de steht, als Agent verwenden, sobald es einen vernünftigen Status liefert. Einfache Ressourcen als Primitive Resource bezeichnet. Es gibt auch komplexe zusammengesetzte Ressourcen, wie zum Beispiel Gruppen, wo dann implizit Abhängigkeiten schon gegeben sind. Also die müssen in der richtigen Reihenfolge gestartet werden, müssen auch am selben Knoten laufen. Ja. No? So. Einfache Primitive Resources, Open Cluster Foundation, Heartbeat, LSB-Ressourcen, also Init-Skripte, Klone, es gibt Ressourcen, die n-mal im Cluster laufen können, Gruppen mit implizierten Bedingungen, also alle laufen auf demselben Knoten, also alle Ressourcen dieser Gruppe laufen auf demselben Knoten und werden nacheinander gestartet, werden auch in einer umgekehrten Reihenfolge gestoppt. Multistate-Ressourcen. Was? Das war anders. Jetzt los. Zeit ist um, oder? So. Open Cluster Foundation sind einfach die Teile, die ich einfach, wo ich Parameter übergeben kann. Wie Init-Skripten, bloß mit Parametern. Alle OCF Resource Agents finden sich in dem Verzeichnis. Da kann man reinschauen, was lustig ist, dann sieht man einfach, was alles machbar ist. Vorgaben, Bedingungen, ganz wichtig, Anordnungen, die Ressource nach der anderen starten, stoppen, bevor die andere stoppt. Kollokation, die beiden Ressourcen bitte auf demselben Knoten starten oder nicht auf demselben Knoten starten, kann ich auch machen. Ich habe drüben mal Apache, hier mein WebSphere, beide laufen auf Port 80, aber bitte nicht zusammen auf einem Knoten. Platzierungen, bitte die Ressource möglichst immer auf dem Rechner mit der grünen Frontblende machen, kann ich auch einbauen. Wenn ich als Attribut für einen Knoten eingebe, dass er eine bestimmte Frontblende hat. Ich kann es auch an den Knotennamen machen. So, ja. Für jede Ressource bewertet der Heartbeat im Kontext jedes Knotens, wo die Ressource laufen kann, wie viele Punkte sie sammelt. Und eine Ressource wird dort laufen, wo sie am meisten Punkte gewonnen hat. Da kann man auch Punktesysteme vergeben, also du kriegst mehr Punkte, wenn du links läufst, als wenn du rechts läufst und da kann man so sehr viele Spielereien machen. Beliebige Bedingungen haben wir gesagt, Bedingungen, die sich auf Attribute von Knoten beziehen, zum Beispiel aktuelle Prozessorlast, zeitliche Begrenzung, Erreichbarkeit im Netz, einer Knoten kann seinen Nachbarn nicht mehr erreichen, also der ist nicht mehr so gut erreichbar, weg mit den Ressourcen auf anderen Knoten, der besser erreichbar ist. Failover erst nach N Fehlern. Versuch bitte dreimal die Ressource durchzustarten und dann wechseln. Ja, meistens ist halt der Apache abgestürzt und dann, wenn man neu startet, ist ganz gut. Der Administrator kriegt am nächsten Morgen eine Mail, ich habe einmal durchgestartet, kann sich ums Problem kümmern. Aber das Ding läuft weiterhin. Es gibt eine GUI. Ressourcen und Bedingungen, das was der Administrator machen muss, kann man die GUI eingeben. Die GUI hat ihre Grenzen. Also alles das, was man als Ressourcen und Bedingungen eingeben kann, kann man nicht über die GUI eingeben. Da gibt es einfach keine Felder dafür. Gut zur Überwachung. Man sieht überall grüne Knödel, aber keine roten Ausrufezeichen. Es gibt aber kein Rollenkonzept. Jeder, der Zugriff auf die GUI hat, kann den Cluster komplett zerstören, weil er komplette Schreibrechte hat.
Also GUI im Operator zu geben, ist keine gute Idee. Ideal sind identische Versionen von GUI und Heartbeat. Muss aber nicht unbedingt sein. Wenn man sich eine Überraschung erleben will, dann kann man auch unterschiedliche Versionen nehmen. So schaut das Ganze aus. Alle Entwickler sagen, Gott bewahre, nie die GUI nehmen. Katastrophal, fundamentally broken by design, war eine Aussage auf der Liste. Komischerweise, alle nutzen sie. Die Entwickler haben sie inzwischen auch viel verbessert, aber es gibt ein paar Sachen, die einfach mit der GUI nicht gehen. Und man kann auch sich eine komplette Cluster-Konfiguration zerschießen mit der GUI. Ganz einfach. Ja, so schaut die aus. Ich habe oben meine Knoten, meine Ressourcen und meine Bedingungen. Und im Prinzip muss ich nur den Teil und den Teil hier eingeben. Das ist relativ straightforward, hier sowas einzugeben. Hier haben wir zum Beispiel ein schönes Beispiel. Ich habe eine Ressource, die als Clone auf zwei Rechnern läuft. Damit habe ich ein bisschen Load Balancing gemacht. Gut, Technologie, wer da interessiert ist, kann mich dann später nochmal ansprechen. So, man kann es natürlich auch mit dem Kommandozeiler machen. Cluster Resource Mon, gibt einen Status, kann man auch als HTML-Ausgabe machen und das dann über Webseite darstellen lassen. ZIP-Admin, also haben wir schon gesehen, ZIP-Admin ist groß Q, gibt die ganze ZIP aus. Man kann dann noch viel mehr Ressourcen eingeben, also wenn man so einen File hat, wo seine Ressourcen drin sind, seine Bedingungen drin sind, dann kann man die einfach einlesen mit ZIP-Admin. CM-Resource, Schnittstelle zum Cluster-Resource-Manager oder hier neuerdings heißt Pacemaker. Da kriege ich dann raus Status von Ressourcen und so weiter. Fail-Count, also den Fehlerzähler, kriege ich dann raus. Ja, CRM-Verify, das ist ganz lustig, da kann ich meine komplette CRM überprüfen auf Fehler und möglich dann Fehler beseitigen. Das ist ganz lustig. Also der wird sehr häufig gebraucht, dieser Befehl. Warum Version 2? Also ich mache das Ganze ja auch als 3-Tage-Seminar. Spätestens am dritten Tag am Nachmittag sind wir an dieser Stelle und da sitzen dann meistens so 8 bis 10 Administratoren rum, die eben Version 1 schon einsetzen und sagen, also Entschuldigung bitte, Version 1 hat jetzt so lange gut funktioniert, warum soll ich mir den Version 2 antun? Weil also es ist ein paar Tricks noch dabei. Es sind einfache Konventionen, entsprechend Version 1 auch möglich. Ich muss das nicht alles machen. Also wenn jemand eine ganz einfache Geschichte hat und bisher gewohnt ist, man kann es so weiterhin machen. Aber schwierige Konfigurationen, komplexe Konfigurationen sind eben ebenfalls möglich. Mit der Version. Mit der alten Version nicht mehr. Die alte Version wird auch nicht mehr gepflegt und keine Bugs mehr gefixt. Noch ein Grund. Aber man kann die kompletten Ressourcen, Konfigurationen entsprechend Version 1 mit den HA Resources auch noch machen. Man muss nicht die neue Version geben. Schön ist diese interne Überwachung der Ressourcen im Cluster. Das ist toll. Ich brauche keine externe Überwachung mehr einbauen. Ganz tolle Sache. Und ich habe dynamische Modifikation des Clusters während der Laufzeit. Ich muss meinen Cluster nicht mehr neu starten, wenn ich irgendwas am Cluster ändere. Ganz tolle Sache. So, Überwachung, das spare ich mir jetzt aus Zeitgründen. Es gibt einen schönen SNMP-Subagenten. Wer interessiert ist, kann mich dann später nochmal ansprechen. Das Ganze kann man über Nagios dann Check SNMP von Nagios machen. Wunderbar. Rückfragen, misch@multinet.de, Mail auf der Mailingliste bin ich, Praxisseminare beim Heinlein Support und ich bin nachher noch, bis mein Zug fährt, vorne am Stand von O'Reilly, von Lehmanns. Da ist nämlich O'Reilly auch dabei und da bin ich dann erstens hier nachher noch und zweitens dann draußen beim Stand von Lehmanns. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen, genau. Gibt es jetzt noch Fragen, bevor die Leute hier weglaufen? Wir haben noch Zeit. Ja. Bitte aufstehen, damit ihr alle verstehen. Also, die Entwickler sagen, sobald man die RPD einsetzt, auf dem Cluster mit 2 Knoten, muss man Fencing einsetzen, sonst wird man früher oder später ein Problem kriegen. Wirklich Rechner ausschalten, neu einschalten. Ja. Ja, aber der könnte ja auch noch
es gibt auch Leute, die sagen, no risk, no fun. Also man muss das Restrisiko berechnen und sagen, ist dieses Restrisiko akzeptabel oder nicht. Gut, auch noch andere Frage? Sorry, ich verstehe kein Wort. Also ich schlage vor, die Fragen stellen Sie lieber hier vorne. Die genau, also wer Fragen hat, hier vorkommen. Wer eine Antwort interessiert, ist auch hier vorkommen. Ja. Also,